Hallo und schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu Lies of P. Ich habe gerade den verrückten Esel auf der Brücke platt gemacht. Und wir haben Geppetto aus seiner Kutsche befreit. Jetzt hat Gemini mir was zu sagen. Schauen wir mal. I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okay. Also Legionswaffe haben wir nur die Puppenschnur. Passt. Gut, es geht jetzt darum, das Rathaus, welches dieser Häuser es auch immer sein mag, von den verrückt gewordenen Puppen zu befreien. Warum habe ich vier? Ich habe vier Heilungsdinger jetzt. Nice. Du hast viele Teesorten und am Ende des Tages war es doch Kaffee. Ja. Genau. Es ging gerade ein bisschen darum, dass die, die auf YouTube sich fragen, warum reden wir plötzlich über Tee und Kaffee? Ich habe gerade einen Kaffee getrunken und da kam auf, dass man eigentlich zu viel davon trinkt. Und Tee eigentlich eine gute Alternative wäre, nur dauert Tee viel zu lang. Also für mich. Mir ist das große außenrum alles ein bisschen zu viel. So Wasser aufkochen, dann muss der Beutel da rein, der Beutel muss dann danach noch irgendwo hin. Ja. Ist mir zu viel Aufwand, vor allem hier neben dem Stream. Das wirkt hier alles so furchtbar ruhig. Ich habe immer Angst, dass jetzt gleich einer von der Seite in mich reinspringt. Erstmal in den Seitengang. Sieht wild aus. Was ist das hier? Mein Gott. Du siehst aus, als wärst du mal ein Mensch gewesen und keine Puppe. Warum kann ich hier den Seiteneingang aufmachen? Das ist jetzt nicht so eine krasse Abkürzung, um ehrlich zu sein. Das ist ja nur ums Eck. Aber gut. Von mir aus. Vielleicht hat es irgendwas mit dem hier noch zu tun später. Wasser kochen dauert 5 Minuten, dann dauert es nochmal 5 Minuten, bis der Tee fertig ist. Dann muss der Teebeutel irgendwo hin. Oh, hi. Hoppala. Warte mal einen Moment.
Nice. Okay. Irgendwas. Kaputte Babypuppe. Kaputte. Oh. Oh. Oh nee, die arme Frau, die erblindet. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob... ob die cool ist. Weil sie wirkte doch sehr seltsam. Willst du mit mir befreundet sein? Alle sind weg, ich bin jetzt ganz allein. Naja, ich würde mich nochmal umgucken, ob ich ein Baby finde, anstatt nur einer Babypuppe, aber... Gehe ich zurück und gebe ihr die Babypuppe? Wow! Wilder Angriff. Chat, was meint ihr? Gehen wir zurück und geben ihr die Babypuppe oder gucken wir uns noch um? Soll ich mich noch umschauen oder geben wir ihr die Babypuppe? Ich bin mir unschlüssig. Babypuppe geben? Gut, dann gehen wir jetzt zurück und geben ihr die Babypuppe. Bin gespannt, ob sie es bemerkt. Schauen wir mal, was passiert. Irgendwie, das klingt so, als würde ich hier die ganze Zeit irgendwas schießen. So, wo war denn das jetzt? Ja, hier. Im Haus der Boulevard, möchtest du diesen Ort teleportieren? Ja. Da wird sogar angezeigt, dass ich einen Questgegenstand dafür habe. Da war das mit der Babypuppe. Also ich glaube, das ist tatsächlich Sinn und Zweck. So, wie war das noch? Ich glaube hier. Oder, nee, Quatsch. Hier rum. Und dann haben wir hier den Kollegen, der hinter der Ecke wartet. Oh, wie genau war denn die Hitbox gerade? Oh, ist das ein Segen. Der hat an mir vorbeigeschlagen mit seinem Schlägel hier nach vorne und es hat mich nicht getroffen. Das war ja großartig. So, gute Frau. Du hast sie gefunden, Freund. Guide one. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. Okay. There, there, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Ist mein Baby nicht bezaubernd? Oh, Wahrheit oder Lügen, Wahrheit oder Lügen, Wahrheit oder Lügen. Das ist eine Puppe. Das ist eine Puppe. Ich will nicht lügen. Ich sag die Wahrheit. What's wrong, kind one? This is my baby. My sweet
Elena. Okay. Did my family convince you to lie? Don't do it. That road leads to nothing but sadness. I should know. I am so grateful to you, kind one. Please take this token of gratitude. Buntes Ergo-Fragment, okay. Gut, also die Lüge hat sie anscheinend ganz gut verkraftet. Beziehungsweise, nein, sie ist davon ausgegangen, dass es ihre Puppe ist. Okay. Laufe ich hier lang? Ich laufe hier lang. Passt schon. Oh, warte, hier steht ja noch was. Was ist das? Warnung. Versteinerungskrankheit, Quarantänezone. Versteinerungskrankheit. Ach, das kriegt sie. Okay. Betreten verboten. Jeder ist ein Patient oder Verrückter. Sprechen Sie nicht mit ihnen. Ah. Okay, verstehe. Da ist eine Versteinerungskrankheit auch noch zugange. Das ist ja wild. Bist du ein versteinertes Pferd? Nein, du wurdest einfach nur getötet. Wie lange Geppetto wohl in dieser Kutsche war? Hatte er genug zu essen? Anscheinend, sonst wäre er hinüber, ne? Irgendwie immer noch Schiss vor diesem Ding hier. Was auch immer das ist. Ach guck mal, die interessiert das gar nicht. Da kann ich einfach dran vorbeilatschen. An dem bestimmt auch. Hier haben wir ja schon alles. Nice. So. Schon ein bisschen traurig. Die hat jetzt die Puppe als ihr Baby. Meine Güte. Amulett des Puppenzerstörers. Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Ja, nehmen wir. Immer noch eine Light Roll. So, der Waffenwechsel, den habe ich bisher eigentlich nicht so wirklich benutzt. Gespenst! Benutze ein Sternfragment beim Rissruf neben dem Bossbereich, um ein Gespenst zu beschwören. Es wird deinem Charakter im Bosskampf helfen. Aha! Das sind Rufsymbole. So, wir haben jetzt hier bereits einen kleinen, den nächsten Bosskampf, oder wie? Gleich den nächsten Boss. Was bist du denn? Warum baut Geppetto solche Puppen? Warum baut er solche Puppen? Ah, okay, Polizeipuppe. Ja gut, verständlich. Ich dachte schon, jetzt kommt was ganz Wildes. Oh weh, oh weh, oh weh. Die tut aber wild. Ach du Scheiße. Okay, let's go! Abgewrackter Wächter. Okay. Autsch.
Wow. Mist, zu spät. Ah, da hat er mich erwischt. Mir macht das einen Riesenspaß, nicht die Rolle zu verwenden, sondern mit dem Parieren und den Sachen zu spielen. Das ist mega nice. Ah, falsches Leuchtfeuer. Wie heißen die Dinger? Stargazer. Falscher Stargazer. Rathaus von Krat, da wollen wir hin. Da liegen jetzt einige Seelen. Nicht Seelen, Ergo. Da liegt einiges an Ergo. Ach so, stimmt. Das wird ja hier vorm Bossbereich liegen gelassen. Ach, schade. In dem Spiel ja etwas einfacher gemacht als in Dark Souls. Aber das passt doch, das passt schon. Hallöchen, abgewrackter Wächter und Runde 2. Das ist neu. Zu spät. Wow, okay, da stürmt er doch nochmal vor. Hoppla, ich wollte eigentlich das tun. Ach, come on. Schon wieder zu spät gedrückt. Zu spät. Zu früh. Zu spät. Mist. Auf geht's in Runde Nummer 3. Dum 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 dum. Runde Nummer 3, ich komme. Kann ich hier einfach vorbeirennen? Muss ich die killen? Kann ich einfach vorbeirennen? Schauen wir mal. Gucken wir mal, was das Spiel macht. Ah, der letzte hat nicht gepasst.
Zu spät. Ah, aber besser. Viel mehr perfekte Blocks. Runde Nummer 4. Let's go. Also, man kann einfach easy dran vorbeirennen. Einfach durchlaufen. Ist nicht ganz so... nicht so hart wie Dark Souls hier alles. Alles ein bisschen einfacher. Aua. Der letzte hat nicht gepasst. Der letzte wieder nicht. Aua. Wow. Shit. Ach du Schande. Oh, der wird... brutal schnell. Niki, schön, dass du da warst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Boah. Okay. Das wird... das ist schon nochmal eine Nummer, ey. Runde Nummer 5. Ach. Oh.
Ich glaube, dem Griff muss ich ausweichen. Ich glaube, dem Griff muss ich ausweichen. Oh, shit. Dem Griff muss ich ausweichen. Boah, die Gezappel. Und das ist wieder, das ist so aufregend, ne? Wahnsinn. Spät. Mann, warum komme ich jetzt nicht in diesen Rhythmus rein? Puh. Ich komme nicht in den Rhythmus. Bin nicht in den Rhythmus reingekommen gerade. Wild. Aber Moment, ich habe noch eine Idee. Wir nehmen mal... Ne, hier Wurfobjekte. Die mal mit rein, einfach nur mal zum Schauen. Aber ich glaube, das ist eher so ein Ding zum Anlocken von einzelnen Gegnern. Wenn man es braucht. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr rein? Gibt's ja gar nicht.
Na, Mist. Oh, was? Aber mit diesen Spezialdingern komme ich noch nicht ganz klar. Die muss ich später benutzen. Dann, also hier kriegt man auf jeden Fall immer einen perfekten Block, wenn man die L, B und Y-Sache macht unten rechts. Und bei Y macht er einzelne schwere Schläge, die relativ viel Schaden machen, wenn ich nur Y drücke. Eine voll aufgeladene Fabel bringt mir natürlich in dem Fall, dass ich... besser blocken kann in der zweiten Phase. Also für die zweite Phase wäre voll aufgeladene Fabel eigentlich sehr gut. Runde Nummer 6? Ich glaube, es müsste Runde Nummer 6 müsste es sein. Zu spät. Boah, dieses Blitzzeug am Boden ist auch echt eine miese Nummer. Okay, vielleicht sollte ich den... dass ich den Elektroschock nicht voll habe unten in der Leiste. Wenn das losgeht, dass ich zur Auswahl hier unten... Scheiß auf die Zahnräder und lieber den Status-Effekt Attributsleiden entfernen. Yeah.
Ja. Jetzt kommt die Elektroschock-Nummer. Oh. Mist, Mist, Fucking hell. Nee, ja, ich darf nicht in diesem Blitzzeug stehen bleiben. Come on. Ah nee, das war der Griff. Oh, ich hätte es wissen können. Mist. Das ist jetzt saublöd. Ja. Oh. Aber lief schon besser. Lief schon besser. Boah, da ist so viel los und das ist flott. Puh. Mann! Autsch. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät.
Ist er ein bisschen schneller oder sieht es einfach hektischer aus mit den Blitzen? Ist er ein bisschen schneller in der zweiten Phase? Wer zu sagen. Es könnte sein, dass er einen Ticken schneller ist in der zweiten Phase. Aber hier in diesem gesamten Bosskampf, es ist also überhaupt immer bei Bosskämpfen, die Musik und alles, das macht einfach die Atmosphäre von dem Ganzen. Auch wie der jedes Mal schreit, das macht einem schon Angst, bevor es überhaupt losgeht. Zu spät. Mann, 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 Mann. Oh, Kollege. Nein, ich hab's gerade gecheckt, dass er greifen will. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Gesehen. Ich glaube, im Bossfight ist die Musik zu laut noch, das Spiel zu laut. Noch ein Ticken zu laut. Ich hab's mal jetzt ein bisschen leiser gemacht. Oh, aber schon wieder. War gut, war gut. Wird besser. Zu spät oder keine Ausdauer, könnte natürlich auch sein. Ey, ja, ja, ist ja gut. Läuft gerade nicht.
Mist. Nein. Oh, Kacke. Shit. Ah, ich habe gerade eine neue Heilung gekriegt, ne? Ach, so ärgerlich. Puh. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, dass ich den nicht geblockt krieg. Ah, Mist. Ah, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder tot. Oh, weil das, also sobald er da einen kriegt, ne? Das ist das Todesurteil, sobald er einen da kriegt. Eieieiei. Es ist auch in dieser Stresssituation nicht 100% zu unterscheiden, ob das jetzt ein Griff ist oder ein Schlag. Deswegen will ich es in der ersten Sekunde immer erst blocken. Also für mich gerade. Das wird schon noch zu unterscheiden sein, wenn ich jetzt noch öfter reinlaufe. Aber im ersten Moment... Mann. Falsche Taste, lol. Zu spät. Ah.
Puh. Alter Schwede. Oh nee. Wegen diesem beschissenen Elektroblödsinn. Mann, nein, ich hab's gerade gecheckt und ich bin schon wieder tot, weil er so viel Schaden macht mit dem Ding. Oh. Aber mir fällt da gerade was auf. Mir fällt da was ein. Wenn ich doch sowieso blocke, warum brauche ich dann eine Light Roll? Warum brauche ich dann eine Light Roll? So kriege ich vielleicht ein bisschen weniger Schaden rein. Ah, das, davon habe ich halt nur noch einen, ne? Bisschen ärgerlich. Es ist ja immer noch eine Light Roll. Lol. Okay, von mir aus. Nehme ich natürlich gerne. Ah, die Attacke habe ich noch nicht raus. Na, diesmal unkonzentriert gewesen. Nein, ich hab's gerade gecheckt. Fuck. Ah, zumindest überlebe ich diesmal, aber... At what cost? What the fucking hell? Ach komm ey. Ach, dämliches Elektroblödsinn. Scheißdreck, Mann. Ah. Jetzt habe ich auch nichts mehr, um mir den Elektrounsinn vom Leib zu halten. Bam, 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 bam. Ich könnte natürlich selber noch versuchen, mal noch zu bewerfen und ein bisschen mehr Schaden machen. Wobei ich das wahrscheinlich am besten eher in der zweiten Phase mache. Andere Waffe an der Stelle? Hm, nee, denke ich nicht.
Komm schon. Direkt mit so anfangen ist natürlich scheiße. Und noch eine. Hoho! Scheiß Schockblödsinn da, ey. Dieser blöde Elektroschock-Quatsch, der ist richtig nervig. Aua. Nee. Scheiße, jetzt ist... Ach, nein! Ich hab's gerade gecheckt und denk so, was macht er denn jetzt? Ja, er will greifen. Er will nach mir greifen. Verdammte Axt. Ah. Ich muss mich ein bisschen anders hinsetzen. Mal kurz, weil die Finger etwas krampfen gerade. Einfach mal eine andere Position jetzt. Den Controller unten unterm Tisch. Okay. Und ich sag noch, er ist einfacher als Dark Souls. Es ist anders. Aber wesentlich einfacher ist es nicht. Oh.
Junge, Junge. Ich check nicht, wo er hier blitzt. Mist. Shit. Oh oh. Aua. Nein, nein, es war ein Greifen. Ich dachte, er prügelt mich. Jetzt wird's eng. Och nö. Ja. Nice. War das knapp. Geil. Oh, Positionswechsel hat's gerissen. Oh. Oh Mann. So knapp. Jetzt muss ich so vorsichtig sein, ne? Damit mich hier nichts anspringt oder so. Ich habe so wenig Leben. Puh, I think we're done here, pal. Back to the hotel. Komm mal rauf. Du benötigst Schlüssel zum Innenhof des Rathauses. Ach so. Ah, okay, ich sehe. Alles klar, passt. Ich dachte schon, ich muss jetzt da zurückrennen mit so wenig Leben. Geil. Das war episch am Ende und hat richtig Bock gemacht. Das Kampfsystem hier gefällt mir sehr, sehr gut. Es funktioniert zackig und nichts wirkt unfair bisher. Es ist geil. Richtig schön direkt und geiles Trefferfeedback. Man weiß, wann man getroffen wird. Top. Ich habe richtig Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und danke fürs Einschalten.